Eine lange Zeit habe ich eigentlich geglaubt, ein ganz anderes Lied ist dein Lied an eine erste große Liebe, die in einem Gemeindebau wohnt, vielleicht sogar. Aber die Nummer ist ja gar nicht, vom Text her glaube ich, gar nicht von dir, der Prokopetz gemacht. Wer hat die gemacht? Der Herr Prokopetz geschrieben auf eine Anregung von einem weiteren Freund, der das also in irgendeiner Form halt lustig gefunden hat. Und wir haben es dann auch lustig gefunden. Das war genau die Zeit, so zwickt es und das. Und da haben wir eben dann also wirklich auch so einen Gassenhorn nach dem anderen produziert und dann unter anderem der. Und der hat sich aber dann doch als beständig und als evergreen erwiesen. Eine wunderbare Nummer. Das ist, gern gehört. Du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Ich weiß ganz genau, du bist die richtige Frau für mich. Du Blume aus dem Gemeindebau. Ohne dich wird dieser Bass so grau und wird dich sieht's auch nur. Schau, schau, da geht die schönste Frau von Stadler. So wie du gehst, so wie du dich bewegst. Du weißt ja gar nicht, wie du mich erregst. Alle haben bei mir keine Chance. Auch wenn sie so, ich hab eine ganz neue Schüssel. Ja, freuen sie mich von dir nur einmal. Alle Kinderin, du schönste Frau von der Viererstier. Bei mir. Ich kann nur sagen, dass ich für nix garantier. Meine Freunde sagen alle, was denn? Kann die Alte wirklich so gut? Ja! Bitte, lass mich nicht so knien. Ich möchte doch nicht meinen guten Ruf verlieren. Du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Meine Angst. Wenn du an mir vorüberschwebst, so Blume aus dem Gemeindebau, merkst du nicht, wie ich mich bei dir eine habe. Du bist für mich die Überfrau. Komm, lass dich pflücken, du Rose aus Stadtlau. Komm, lass dich pflücken, du Rose aus Stadtlau. Komm, lass dich pflücken. Rose aus der Blau. Dankeschön. Sein heute alles Sonderfassungen, ja, das stimmt. Danke für die Strophe da. Die wollte ich immer schon mal singen, genau die Stelle. Wirklich wahr.